Auf der beliebten Ferieninsel Mallorca, die vor 2 Wochen noch mit einem Schneechaos zu kämpfen hatte, soll es mit etwa 22 Grad noch angenehm werden. Doch in Teilen Spaniens, vor allem am Mittelmeer, wird es sommerlich warm mit bis zu 30 Grad. Die Wetterstation Portopi in Palma verzeichnete am Samstag um 14 Uhr mit 27,3 Grad die höchste Temperatur für den Monat März seit Beginn der Aufzeichnungen. In der Region Valencia erreichte man 30,8 Grad. Generell wird das Klima in Spanien, wie auch in anderen Teilen Europas, seit Jahren heißer und trockener. Hitze und mangelnder Regen hatten Teilen des Kontinents schon im vergangenen Jahr schwer zugesetzt. Mit Spitzentemperaturen von teils mehr als 40 Grad war es eines der heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Spanien. Da in Teilen Spaniens auch im Herbst und Winter die Niederschläge viel zu niedrig ausgefallen sind, spitzt sich der Wassermangel weiter zu. Die Stauseen sind zurzeit durchschnittlich nur zu etwas mehr als 40% gefüllt. Im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre waren es zu dieser Jahreszeit noch 58%. Auch die Gefahr heftiger Waldbrände bleibt hoch. Dramatisch ist die Lage in Andalusien und Katalonien. Dort sind die Stauseen nur noch zu rund einem Viertel gefüllt. In Katalonien im Nordosten des Landes mit der Metropole Barcelona ist deshalb bereits der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft und der Industrie eingeschränkt. In Parks und Gärten dürfen nur noch Bäume gegossen werden.